Noemi, Nathalie und Annick, die drei Miss-Schweiz-Kandidatinnen lassen sich im Vanity-Salon noch mal so richtig verwöhnen, bevor das letzte Mal heisst, ab ins Trainingscamp. Auch wenn es dort sicher anstrengend wird, freuen sich alle drauf. Wir sind schon in der Familie, wir sind jetzt alle im gleichen Boot und das schweißt dann irgendwie doch zusammen und die Fremdheit. Jetzt dürfen sich die drei Auserwählten zuerst einmal auf Maniküre, Pediküre und das Hairstyling freuen. Sind das jetzt die letzten Beauty-Massnahmen vor der Wahl? Es geht nur noch um Augenbrauen zupfen. Und es ist eigentlich nicht so wirklich. Ja, Haare nachgefärbt habe ich halt einfach Männer. Ja, dann kann ja eigentlich nichts mehr schief gehen, oder? Ich habe Fieberblattern und das wäre schlimm, wenn dann eine Fieberblattere kommen würde. Darum muss ich schauen, dass, weil durch Stress kommt sie eigentlich. Und darum schauen, dass ich einfach nicht stressig tun, oder, weil das wäre das Schlimmste. Also Ruhe bewahren. Und für das ist ein Beauty-Nachmittag ja genau das Richtige.